Hey, willkommen zu einem neuen Video. Ein Swimmingpool im Garten bedeutet nicht immer nur Spiel und Spaß. In einigen Fällen gab es unerwartete Besucher, die normalerweise nicht im Wasser zu finden sind, schon gar nicht in einem Schwimmbad. In unserem heutigen Video geht es um sie. Bist du neu auf diesem Kanal? Dann abonniere ihn und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Und bevor wir anfangen, like auch das Video. Nein. Flughund im Schwimmbad. Flughunde haben sich zu Baumbewohnern entwickelt. Sie verbringen die meiste Zeit in Bäumen und benutzen ihre großen Flügel, um zu fliegen und von einem Ort zum anderen zu gleiten. Montpellier, ein erwachsener männlicher Graukopfflughund, war in einem Schwimmbad gefangen. Für Flughunde wie Montpellier kann es besonders schwierig sein, aus geschlossenen Räumen zu entkommen, da sie nicht hoch genug fliegen können, um die Einzäunung zu überwinden. Die schmalen Vorsprünge rund um den Pool und Montpellier-Lage an einer schwer zugänglichen Stelle in der Hecke erschwerten die Situation zusätzlich. Die Lösung wurde von zwei Personen ausgeklügelt. Eine Person legte ein Brett über die Ecke des Pools, um Montpellier zu erreichen, ohne über eine gefährliche Kante zu balancieren oder einen ungewollten Sturz zu riskieren. Mit dieser Methode wurde Montpellier sicher aus dem Schwimmbad entfernt und in eine Pflegeeinrichtung gebracht. Während seiner Zeit in der Pflegeeinrichtung wurden Montpellier Verletzungen behandelt. Er hatte einen Knochenbruch, der direkt unter der Haut lag, und erhebliche Schürfwunden an seinen Knöcheln. Die Behandlung dieser Verletzungen erforderte spezielle Verbände, um die Heilung zu fördern. Montpelliers Genesung verlief unter der gebotenen Pflege gut. Nach seiner Genesung wurde er in eine Auswilderungsvoliere verlegt und schließlich etwa 7 Wochen nach seiner Erstversorgung wieder in die Freiheit entlassen. Obwohl Flughunde geschickte Flieger sind und bei all ihren nächtlichen Suchflügen beträchtliche Entfernungen zurücklegen können, beschränken sich ihre Interaktionen mit Wasser in der Regel darauf, aus natürlichen Wasserquellen wie Flüssen oder Teichen zu trinken, anstatt in Schwimmbäder zu gehen. 8. 2.4 Grosser Alligator. Eine unerwartete Entdeckung wurde in Brevard County gemacht, als ein 2.4 Meter langer Alligator in einem Schwimmbecken gefunden wurde. Das Besondere an diesem Vorfall ist die ungewöhnliche Anwesenheit eines großen Reptils in einem von Menschenhand geschaffenen Wasserpark. Alligatoren werden normalerweise mit natürlichen aquatischen Lebensräumen wie Sümpfen, Seen und Flüssen in Verbindung gebracht, weshalb ihr Auftauchen in einem heimischen Pool ein bemerkenswertes und ungewöhnliches Ereignis ist. Ihre Fähigkeit, sich an verschiedene Umgebungen anzupassen, ist beeindruckend und zeigt, wie gut sie sich in unerwarteten Umgebungen zurechtfinden. Dieser Vorfall erinnert auch daran, wie wichtig es ist, Pools ordnungsgemäß zu umzäunen und zu sichern, da die Anwesenheit von Alligatoren in solchen Bereichen eine potenzielle Gefahr darstellen kann. Das Tier wurde von den Vollzugsbeamten erfolgreich aus dem Pool entfernt. 7. Schleiereule. Während der sengenden Hitzewelle, die Anfang August über Südspanien hinwegfegte, ereignete sich ein Zwischenfall mit einer männlichen, brütenden Schleiereule, der deutlich machte, welchen unerwarteten Herausforderungen sich Wildtiere stellen können. Auf der Suche nach Erholung von den hohen Temperaturen nahm die Eule ein ungeplantes Bad in einem Schwimmbecken. Aufgrund der steilen Wände des Schwimmbeckens war die Eule nicht in der Lage, den Rand zu erklimmen und dem Wasser zu entkommen. In dieser misslichen Lage bestand für die Eule die große Gefahr, zu ertrinken. Zum Glück entdeckte die Familie, die in dem Haus wohnt, in dem sich der Pool befand, die sich wehrende Eule schnell. Mit einem Besen als improvisiertem Hilfsmittel befreiten sie den im Wasser festsitzenden Vogel aus seinem Abenteuer im Wasser. Das Überleben der Eule war gesichert. Schleiereulen, die sich durch ihr zartes Gefieder auszeichnen, sind besonders anfällig für Unfälle im Wasser. Ihr weiches Gefieder saugt leicht Wasser auf und macht sie anfällig für das Ertrinken, wenn sie mit steilwandigen Behältern wie Wassertrögen konfrontiert werden. 6. Kleine Schildkröte schwimmt in einer unerwarteten Wendung der Ereignisse, die auf Video festgehalten wurde, befand sich eine Schildkröte in einer ungewöhnlichen Situation, als sie in einem öffentlichen Schwimmbad landete. Der Vorfall ereignete sich im Toa Payoh Swimming Complex, der in Singapur liegt.
Die Aufnahmen zeigen den verwirrenden Anblick der Schildkröte, wie sie sich im Wasser des Schwimmbads bewegt, einer Umgebung, die weit von ihrem typischen Lebensraum entfernt ist. Der Vorfall erregte die Aufmerksamkeit und das Erstaunen von Schaulustigen, die ein solches Szenario wahrscheinlich nicht gewohnt waren. Die Anwesenheit der Schildkröte in einem Schwimmbad, das nicht ihr natürlicher Lebensraum ist, unterstreicht die bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit von Wildtieren und die unvorhergesehenen Interaktionen, die in städtischen Umgebungen auftreten können. Das Video ist ein Beweis für die vielfältigen Begegnungen zwischen der menschlichen Infrastruktur und der Tierwelt, selbst an so unerwarteten Orten wie einem öffentlichen Schwimmbad. 5. Hai im Kellerschwimmbad gefunden. Bei der Durchsuchung eines Wohnhauses in LaGrangeville, New York, entdeckten Beamte des Department of Environmental Conservation etwas äußerst Ungewöhnliches. Die Beamten stießen auf eine Sammlung von 7 lebenden Sandbankhaien, 2 Leopardenhaien und einem Hammerhai. Auffallend war, dass die Tiere in einem 4-5-m großen oberirdischen Becken im Keller des Hauses untergebracht waren. Die Gemeinde LaGrangeville war verblüfft über diese Enthüllung, denn die Anwesenheit solcher Kreaturen in einem Wohnhaus löste einen großen Schock aus. Es wurde schnell gehandelt, um die Haie aus ihren Behältern zu befreien, indem sie vorsichtig mit Netzen aus dem Becken gezogen wurden. Nach ihrer Rettung wurden die Haie zum Long Island Aquarium transportiert, wo sie unter Quarantäne gestellt und medizinisch versorgt wurden, um ihre Genesung zu fördern. 4. Kuh steckt im Pool fest. Dank des schnellen Eingreifens der Behörden konnte eine Kuh gerettet werden, die in einem Schwimmbad in Catawba County gefangen war. Als der Notruf einging, griff die Tierschutzbehörde von Catawba County sofort in einem Wohnhaus am Arrowhead Drive ein. In der Meldung hieß es, dass eine 362 Kilogramm schwere Kuh versehentlich in einen Swimmingpool eingetaucht war. Bei der Untersuchung stellte sich heraus, dass die Kuh von ihrem angestammten Platz weggelaufen war und sich versehentlich dem gefährlichen Rand des Pools genähert hatte. Bemerkenswerterweise hat die Kuh die Situation unbeschadet überstanden und sich trotz der unerwarteten Begegnung mit dem Wasser nicht verletzt. Der Besitzer der Kuh schaffte es, sie an den Rand des Beckens zu führen. Die Kuh wurde mit einem Seil gesichert und in einer gemeinsamen Aktion mit 8 Personen sicher aus dem Wasser befreit. 3. Affen vergnügen sich im Schwimmbad. Affen, die sich in einem Swimmingpool amüsieren, sind im Internet zum Hit geworden. Die Affen sind in einem Video auf Twitter zu sehen, wie sie um den Pool herum spielerische Dinge tun. Sie springen energisch vom Dach eines Pavillons in den Pool und machen fröhliche Sprünge. Die Affen wechseln sich mit mutigen Sprüngen ab und vergewissern sich, dass es sicher ist, bevor sie ins Wasser gehen. Einige Zuschauer waren überrascht, dass Affen schwimmen können und das Wasser mögen. Ihre entspannte und lustige Einstellung zum Wasser machte das Video noch charmanter. Im Gegensatz zu anderen Tieren, wie Zenne-B-Wassersäugetieren oder Vögeln, sind Affen nicht speziell an das Schwimmen oder längere Aufenthalte im Wasser angepasst. Ihre Anatomie und ihr Verhalten sind eher für das Leben auf Bäumen und an Land geeignet, weshalb man ihnen gemeinhin keine große Vorliebe für Wasser nachsagt. Als sich das Video verbreitete, sagten einige Leute, dass sie sich dem Spaß der Affen am Pool anschließen wollten. 2. Leopard. Ein Vorfall in einem Luxushotel in Südafrika sorgte für Aufsehen, als ein Leopard während seiner morgendlichen Jagd unerwartet das Restaurant des Hauses betrat. Erika Wiese gelang es, ein Video von diesem einzigartigen Ereignis aufzunehmen, als der Leopard die Umgebung der Singita Ebony Lodge im Sabi Sands Reservat erkundete. Laut Erika ereignete sich der unerwartete Besuch um die Frühstückszeit. Die in der Nähe lebenden grünen Meerkatzen machten mit ihren Alarmrufen auf die Anwesenheit eines Raubtiers aufmerksam. Zum Glück war das Hotelpersonal auf solche Situationen gut vorbereitet. Auf den Aufnahmen ist der Leopard zu sehen, wie er sich gemächlich in den verschiedenen Bereichen des Restaurants bewegt. An einer Stelle scheint er an der Person vorbeizugehen, die das Video filmt. Die Großkatze hält sogar inne, um einen Schluck Wasser aus dem Pool des Restaurants zu trinken. In der Mitte des Videos steigt der Leopard eine Treppe zum oberen Deck des Restaurants hinauf, wo er scheinbar seine potenzielle Beute erspäht.
Schließlich verlässt der Leopard den Restaurantbereich und geht auf den Buschbock zu. One. Büffel im Schwimmbad gefunden. Ein Büffel war irgendwie im Swimmingpool von Chris Nonnemaker gelandet. Er erzählt, dass er und seine Frau überrascht waren, als sie zwei Öffnungen in der Abdeckung des Pools bemerkten. Ihre Neugier war geweckt und so gingen sie nach draußen, um das Ganze genauer zu untersuchen. Als sie die Abdeckung des Schwimmbeckens vorsichtig öffneten, kam ein Büffel zum Vorschein, der irgendwie aus einem benachbarten Haus entkommen war. Büffel sind große, auf dem Land lebende Säugetiere, die vor allem Grasland, Savannen und Wälder bewohnen. Sie haben keine natürliche Neigung, Wasserflächen wie Schwimmbäder aufzusuchen oder zu betreten. Ihnen fehlen die körperlichen Anpassungen, die es ihnen ermöglichen würden, sich im Wasser zurechtzufinden. Unverzüglich kontaktierte Chris die örtlichen Behörden und dokumentierte die Rettung des Tieres auf Video. Bei der Rettungsaktion wurden Seile strategisch eingesetzt, um den Büffel zum Verlassen des Schwimmbeckens zu bewegen und ihn in den flacheren Bereich zu führen. Was war dein liebster unerwarteter Schwimmer? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Wenn dir das Video gefällt, gib ihm einen Daumen hoch. Wenn du mehr Videos von uns sehen möchtest, klicke auf einen unserer Vorschläge oder schau dir unseren Kanal an. Danke fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Welche anderen Tiere, die man normalerweise nicht in Schwimmbädern findet, kannst du uns nennen?